Wir haben dann auch einen Antrag aus unserer Wirtschaftsarbeitsgruppe zum Thema Mindestlohn. Und da geht es mal schlicht und ergreifend darum, dass das Gesetz zum Mindestlohn nicht zurück abgewickelt werden soll, wie vielfach behauptet wird, sondern es geht darum, dass wir die überbordende Bürokratie, die in einzelnen Fällen durch die Aufzeichnungspflichten besteht, wieder korrigieren möchten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass an einigen Punkten wir auch bei der SPD auf Nachdenken stoßen werden, beispielsweise der ganze Bereich des Amateursports. Ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht ohne Wirkung bleiben wird, dass der Amateursport erhebliche Probleme haben wird, jetzt junge Spieler zu gewinnen, sie auszubilden. Wir werden also heute in der Fraktion beschließen, dass die Bürokratie zurückgefahren werden muss. Wir werden aber auch natürlich jetzt noch einige Zeit Erfahrung sammeln aus diesem Bereich und dann mit der SPD reden. Aber die immer wieder aufgestellte Behauptung, wir wollten das Mindestlohngesetz zurückdrehen, das ist falsch.